Die Bewährungsproben werden immer häufiger jetzt kommen, in kürzeren Abständen. Ja, und da hilft es halt einfach, diese jetzt wirklich gute Geschlossenheit auch weiter vorzuleben, auch für alle. Und so, wie denken Sie, wie der denn nächste Woche da so einsteigen kann? Ja, es ist noch zu wackelig alles. Also immer wieder kleine Rückschläge. Das sieht dann zwischendurch wieder richtig gut aus. Ja, und müssen wir abwarten. Everton, müssen wir gucken, vielleicht nächste Woche schon Läuferischbereich draußen auch. Also, ich meine, so kleine Ausdauer. Ja, ja, so kleine Geschichten schon vielleicht auch auf dem Platz. Das warten wir mal ab. Ah, okay. Aber das ist alles noch. Christoph Moritz braucht noch ein bisschen, wobei der voll im Zeitplan liegt mit seiner Beingeschichte. Oder was kann der machen? Kraftraum. Aber kann halt die Schulter noch nicht großartig belasten. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Woche, vier Wochen, sagt man. Danach kann man dann langsam wieder die Belastung steigern auch. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ja, das passt alles im Moment auch. Da passt auch alles rein. Auch gestern keine Verletzung mitgebracht. Also, das ist immer so, wenn man gewinnt. Toi, toi, toi. Wenn man gewinnt, na, ist nicht immer so. Ist nicht immer so, aber mir ist es natürlich lieber, als wenn man jetzt wirklich 6-7 verletzt hätte. Ja, klar. Ja. Zumal wir dann auch im Training halt immer 11 gegen 11, ist ja gerade ja doch ein bisschen ausgedünnt. Wenn du 3 Verletzte hast, Langzeitverletzte, ja, dann bist du halt oftmals so mit 18, 19 Spielern. Ich habe es schon gerne, wenn man zumindest immer die Mindestzahl 20 Feldspieler hat. Genau. Wenn man da gut arbeiten kann. Ja. Sie das gefreut wissen, dass Sie gesehen haben, dass Sie 2 Torhüter noch in der Hinterhand haben, die Sie auch wahrscheinlich problemlos immer reinschmeißen können? Ja, beim Tom habe ich das eigentlich vom ersten Tag an ein gutes Gefühl gehabt, ja, weil er wirklich sehr dynamisch ist. Ja, und gleich zu seinem kleinen Nachteil durch die 2-3 Zentimeter, die vielleicht ihm fehlen, aber durch eine unwahrscheinliche Begeisterung aus, tolle Motivation in jedem Training gewinnen zu wollen, hat dann gestern auch wieder durch die 2 Reflexe natürlich auch seine Aktion gehabt. Bei Polle ist es so, dass wir natürlich auch jetzt mal gestern sehen wollten, so, das ist so in den letzten 4-6 Wochen bei ihm passiert. Ich fand auch, dass er gute Aktionen hatte, ne? Dass er, denke ich, das auch langsam jetzt adaptiert und auch angenommen hat, wo wir seine Schwächen sehen. Ich denke, der Kai Rabe macht da auch einen sehr, sehr guten Job. Ist nicht einfach, auch mit ihm im zwischenmenschlichen Bereich, der ehemaligen Nummer 1, die momentan die Nummer 3 ist, auch persönlich Umgang zu haben. Aber ich glaube, dass er das wirklich auch gut hinbekommt, dass Poller auch merkt, dass wir ihn einfach besser machen wollen und er da eben ein paar Defizite hat. Und dafür war für ihn natürlich auch gestern mal wichtig zu sehen, dass es auch im Spiel dann auch funktioniert. Und auch für uns natürlich gut. Hat ja Arne gestern sein erstes Spiel gehabt und schon mal ein Tor gemacht. Haben Sie schon einen Plan für Pauli? Nee. Kann ich noch nicht haben, weil sind alle noch weg beim Länderspielen. Ich hoffe natürlich, dass sie alle verletzungsfrei bleiben und so richtig die Planung aufs Derby geht dann am Freitag nächste Woche los. Aber bis dahin, also der Plan ist, dass die Nationalspiele, die letzten kommen erst am Mittwoch wieder, dann werden die noch regenerieren. Am Donnerstag werden wir noch einen freien Tag einlegen. Ja, und dann ab Freitag, Samstag, Sonntag ist dann die finale Einstimmung aufs Derby. Aber ich meine, so 2 geht's einfach grundsätzlich bei ihm 2 Wochen würden ihn wahrscheinlich als Eingewöhnung beim erfahrenen Spieler genügen, oder? Ja, das, also ich schließe das nicht aus, dass Martin auch gleich eine Option für das Derby ist, aber andererseits halte ich dagegen, haben die anderen es natürlich auch richtig gut gemacht. Ja, also das wird immer wieder diese schmale Grat sein, wo man abwägen muss, nimmt man den Überraschungseffekt, die besondere Motivation oder gibt man auch denen das weiterhin das Vertrauen, die es natürlich jetzt in den ersten 5 Spielen auch sehr gut gemacht haben. Ja, wenn ich sage, Hannover-Spiel hätte man nicht so zwingend Gründe so. Hat man jetzt nicht zwingend Gründe, aber klar, es gibt ja nochmal spieltaktische Überlegungen. Ja, mit Pauli habe ich mich jetzt noch nicht weiter beschäftigt, wenn ich jetzt meinen Laptop heute mitnehme und vielleicht mal reingucke in die letzten Spiele. Aber Vorbereitung darauf beginnt dann ab Dienstag, Montag ist der Klartest im UKE nochmal für alle. Wollen wir auch nochmal einen Abgleich haben, wie wir uns da entwickelt haben, vielleicht zur Vorbereitung. Also daran sehen Sie auch schon, dass wir im Moment erstmal noch unsere Hausaufgaben erledigen und dann so aufs Derby einzustellen. War denn Hanik so, wie Sie sich den vorgestellt haben gestern? Fitness und so, Sie hatten ja vorher gesagt, dass Sie telefoniert haben und dass er einen guten Stand hat. Ich habe die Laufdaten gestern bekommen, war läuferisch, hat Meter gemacht, hat viele Sprints gemacht. Also das zeigt schon, dass er bereit wäre für 90 Minuten.
Ja, und das sind einfach Dinge, die auch wichtig waren, gestern zu sehen. Ja, und ich denke, dass er, das hat mir ja vorher Kofeld mehr oder weniger bestätigt, dass er die ganze Vorbereitung voll durchtrainiert hat und auf körperlich sehr gutem Niveau ist. Wie ist denn diese Abwägung, die Sie gerade eben besprochen haben, wie ist die bei Kyriakos Papadopoulos? Da wird es ja auch in der Innenverteidigung gut gemacht, er hängt ein bisschen hinten dran. Würde natürlich gern spielen, hat sich gestern ein bisschen auf die Lippen gebissen und hat sich sehr moderat geäußert zu dem ganzen Thema, weil er weiß, was passieren wird. Aber wie ist da der Umgang mit ihm im Moment? Das ist ja für so ein Spiel. Ja, Papa immer wieder überlegen, ein Jahr nicht gespielt. Ja, und gestern war so ein Spiel, das liegt ihm natürlich. Ne, wenn wir insgesamt als Mannschaft mehr verteidigen müssen, wie nach vorne spielen müssen. Wir mussten gestern nicht ganz so hoch stehen in der Restverteidigung. Ja, das ist natürlich genau das Spiel, was auf Papa auch zugeschnitten ist. Ja, und wie gesagt, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass er auch seine Einsatzzeiten bekommen wird. Ne? Nur auch da, wie so oft auch in den letzten 2-3 Wochen, immer mal der Satz gefallen, die anderen machen es aber auch gut. Ja, das darf man dabei nicht außer Acht lassen. Und ich finde, gerade wenn wir, was Punkte Schnelligkeit angeht, wenn wir Räume nach hinten auch mal geben wollen, weil wir selber hochpressen wollen, dann haben Gidi und Rikes im Moment halt die Nase vorn. Jetzt eine höhere Sprintgeschwindigkeit haben. Ja. Ist ja logisch. Ja. Aber natürlich, aber seine Art gestern hat man ja auch wieder gesehen, seine Art, wie er es dann macht, hilft natürlich dann auch in gewissen Situationen. Ja. Wenn wir jetzt so Kittel und Hand vergleichen ein bisschen, da hat man auch gestern schon einen Tempounterschied gesehen. Ja, aber das hänge ich jetzt mal nicht so hoch, weil der Aaron war jetzt 3 Wochen raus. Ja, war gerade so ein bisschen, dass er auch den Saisonrhythmus aufnimmt. Dann kommt diese verletzungsbedingte Pause von ihm. Und das kenne ich auch so ein bisschen von ihm aus meiner Wolfsburger Zeit, dass er dann immer erst ein bisschen Anlaufzeit braucht. Und deshalb war es gestern erstmal gut, dass er 70 Minuten beschwerdefrei durchgespielt hat. Und da kommt jetzt, denke ich, ganz wichtig, wird jetzt die nächste Woche für ihn, wie spritzig er ist, wie Dominante dann auch im Training wieder auftritt. Und deshalb, für mich war gestern einfach wichtig zu sehen, er kann wieder über einen längeren Zeitraum schmerzfrei spielen. Und war gestern für ihn nicht einfach, er musste gestern auch viel Defensivarbeit verrichten, musste viele Meter nach hinten machen. Also das würde ich jetzt nicht so explizit in so einem Vergleich Kittel ansehen. Wenn Sie jetzt ein kleines Zwischenfazit mal ziehen, nachdem Sie drei Monate hier sind, die ersten 5 Spiele gemacht haben. Hätte kaum besser laufen können, also das Gesamtpaket zu sehen, wie der Kader aussieht, Also wenn man jetzt irgendwo das Haar in der Suppe suchen wollte, wäre das sicherlich falsch. Ja, aber ein bisschen kennt ihr mich ja mittlerweile auch. Ich lasse mich davon aber auch nicht blenden. Ja, man auch gestern das Spiel, da hat man schon gesehen, das war jetzt ein Erstligist, der mit einer relativ guten Mannschaft gestern auch gespielt hat, die sicherlich so auch in der Bundesliga spielen könnte. Da hat man schon gesehen, dass wir da schon noch ein bisschen Nachholbedarf haben in der einen oder anderen Geschichte. Ja, und genau das muss unser Ziel sein, dass wir versuchen, uns jede Woche ein Stück weit auf ein höheres Level zu schieben. Ja, aber das ist das, was mir Mut macht, ist, dass die Mannschaft da sehr gut mitzieht, dass sie versuchen, gewisse Dinge umzusetzen und irgendwann wieder mal der Punkt sein, wo man alles ausgereizt hat. Ja. Und dann müssen wir aber so weit sein, dass wir das dann konstant über längeren Zeitraum auch abrufen können. Gibt es jetzt, dass man das ausgereizt hat? Ja, klar. Ich glaube, irgendwo stößt du dann auch bei jedem einzelnen Spieler nochmal an Grenzen. Ja. Klar. Trotzdem, klar, hast du auch also Spieler dabei, die... perfekt spielen, das gibt es ja eigentlich nie. Genau. Ja, es gibt trotzdem aber natürlich auch Spieler, die sich auch weiter verbessern werden. Ja, auch über das ganze Jahr gesehen, aber einige werden halt auch irgendwo so, das ist jetzt das, was wir erreichen können. Ja. Und dann geht es halt darum, dieses Niveau zu halten. Klar. Hatten Sie eigentlich Zeit schon ein bisschen sich einzuleben in Hamburg? Nein, ich wohne gut und wie gesagt, ich habe jetzt ein Fahrrad da und bin jetzt mit dem Fahrrad schon durch die Stadt gefahren, um einfach auch mal ein bisschen zu erkunden, wo es noch schöne Ecken gibt außer Eckerhude. Ja, und mir macht das riesig Spaß, in der Stadt mich zu bewegen und die Leute wahrzunehmen, die mich wahrnehmen, und im Moment macht es mir wirklich sehr viel Spaß. Ja, mein Eindruck ist, dass Sie extrem beliebt sind bei den Fans, dass man immer alles mitbekommt. Nehmen Sie das auch in der Stadt wahr, wenn Sie angesprochen werden? Ja, es ist eine hoher Respekt da, den spürt man. Dass man schon merkt, dass die Leute sagen, ja, Sie sind der richtige Mann, wahrscheinlich hier am richtigen Ort. Ja, aber auch das ist ein schönes Kompliment. Aber ich weiß eben, dass auch viel Arbeit dahinter steckt von uns allen, nicht nur von mir.
Und trotzdem, wenn es in Hamburg so wahrgenommen wird, dann ist das ja erstmal ein gutes Zeichen. Ja, und das ist jetzt unsere Verpflichtung, der Herausforderung, dieses Niveau zu halten. Ja, jetzt nicht. So, wir sind alle gerade natürlich voll des Lobes über den HSV, aber die Aufgabe ist es einfach, ja, auch wir müssen Konstanz reinbringen in unserem Auftritt, wie wir gewisse Dinge nach außen vertreten, jetzt nicht nur unbedingt Bakri Yatta, sondern wie wir eben mit gewissen Dingen, wenn es auch mal nicht so gut läuft, diesen Zusammenhalt nach außen vorzuleben, jeden mitzunehmen, der für den HSV arbeitet, ja, damit wir wirklich wieder so wahrgenommen werden, wie es, glaube ich, dieser Verein in den letzten Jahren nicht hatte. Eine Zerrissenheit zu spüren, was ich so von außen gesehen habe. Selten mal, dass mit einer Sprache gesprochen wird. Da finde ich, haben wir in den ersten Wochen nicht so viel falsch gemacht, aber die Bewährungsproben werden immer häufiger jetzt kommen, in kürzeren Abständen. Ja, und da gilt es halt einfach, diese jetzt wirklich gute Geschlossenheit auch weiter vorzuleben, auch für alle. Sehr gut.